Zum Schaufenster der Besten hatte der Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt in die Lindenau-Halle nach Neustadt-Dosse geladen. Nach Freispringen, Freilaufen und Longieren der 45 Junghengste wurden 17 von ihnen gekürt. 5 erhielten eine Prämie. Ehre, wem Ehre gebührt. Im Rahmen des Schauprogramms wurde Simone Blums Stute DSP Alice zum Pferd des Jahres gekürt. Die 5 Prämienhengste machten den Auftakt zum großen Schauprogramm. Bei den springbetonten Hengsten wurde ein Sohn des unvergessenen For Pleasure aus einer Mutter von Clinton 1 prämiert, sowie der Sohn des Cassoulet aus einer Mutter vom Lancelot Quentin, der zudem als Siegerhengst ausgezeichnet wurde. Aus dem Dressurlot wurde der Rapphengst vom Millennium mal Sir Donnerhall 1, sowie der Sohn des Quantensprung mal Hotline, sowie die Katalognummer 1 vom Antango prämiert. Dieser wurde später auch zum Siegerhengst deklariert. Bei der anschließenden Auktion wurde der Sohn des Quantensprungs als Preisspitze für 55.000 Euro zugeschlagen. Als Premium-Mitglied können Sie im Archiv die gesamte Veranstaltung noch einmal erleben.